Das ist total gefährlich für unsere Jugend und total gefährlich, besonders dadurch, dass gerade auch diese Gesetze aufgemacht werden wollen, dass man so einfach an diese ganzen Hormone und so rankommt. Willkommen heute zu einer Fortsetzung der letzten Episode So reagiert die Clubszene auf mich. Ihr erinnert euch doch sicher noch an die beiden. Bist du gegen Feminismus? Wie würdest du Feminismus definieren? Weil das ist ja heutzutage echt, da gibt es ja 10 Strömungen, 10 Definitionen. Es gibt bestimmt 20 oder so, oder? Aber einfach, dass man sich halt einsetzt für Frauenrechte, das ist für mich Feminismus. Ja, für mich auch. Da gibt es von Gott gegeben keine bessere Art Mensch. Der Mann ist nicht besser als die Frau ist nicht besser als der Mann. Ich würde sagen, dass wir zum Glück in einer Gesellschaft leben, wo Frauen dieselben Rechte haben wie Männer. Also gesetzlich gegeben auf jeden Fall. Das kann man jetzt nicht umstreiten, das ist so. Vor allem in Deutschland. Das ist ja schon mal gut, weil das ist ja nicht überall so. Nee, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, in der Gesellschaft halt nicht so wirklich. Nein. Was meint ihr mit der Gesellschaft? Also habt ihr vielleicht selbst Fallbeispiele aus eurem Leben? Ja, besonders einfach auch die Männerwelt in unserem Alter, so 18, 19, 20 und so, würde ich sagen, haben alle einen ziemlich schlechtes Bild von Frauen und ja, auch die Sexualisierung ist halt einfach richtig krass in unserem Alter. Da sagst du nämlich was, also Amen. Es ist Fakt, ob Männer oder Frauen, jung oder alt, das Motto Sex, Drugs and Rock'n'Roll zieht sich im bunten 2023 durch alle Gesellschaftsschichten hindurch. Besonders eindeutig wird das, wie ich finde, in der Musik- und Unterhaltungswelt. Werfen wir doch mal einen Blick zurück ins 20. Jahrhundert. Absolut widerwärtig, diese Szene, ich weiß. Werfen wir deshalb jetzt lieber mal einen Blick in die gute alte Gegenwart. Versteht mich nicht falsch, auch damals, als wir noch mit Kutschen und Segelschiffen umherdüsten, war die Welt nicht perfekt. Aber welche Generation brachte denn das Land der Dichter und Denker nun mal hervor? Man kann es sich vielleicht schönreden, aber leugnen kann man es nicht. Der rasante Werteverfall ist real und das gerade beim Thema Sex. In der Jugend sowieso, aber als wäre das nicht genug, werden vor allem Kinder immer stärker zur Zielscheibe dieses degenerierten Zeitgeists. Nun, Saladin, der erste Sultan von Ägypten, sagte einst: If you want to destroy any nation without war, make adultery and nudity common in the next generation. Also zu Deutsch, wenn du eine Nation ohne Krieg zerstören willst, normalisiere Ehebruch und Freizügigkeit in der nächsten Generation. Und diese nächste Generation ist aller spätestens die jetzige. Zitat: Berlin klärt 6-Jährige über Straßenstrich auf. Der Begriff Aufklären ist hier in etwa so passend wie der Begriff Kinderschutz in Bezug auf die Politik der Grünen. Denn es geht um ein steuergeldfinanziertes Buch für 6- bis 12-Jährige, das seit Jahren kostenlos auf berlin.de angeboten wird. Es handelt von Prostitution, käuflichen Sex und die Verwendung von Kondomen. Geschildert wird auf 72 Seiten der Alltag der Prostituierten Rosi. Ihre Arbeit beschreiben die Kinder im Buch so: Mama macht Liebe mit Papa. Aber die Männer bei Rosi machen nicht Liebe, sondern Sex wie im Fernsehen. Bild schreibt weiter: Die Hure selbst beschreibt den Kindern ihre Arbeit so: Die Männer wollen ihren Penis in meine Vagina stecken. Ein paar Mal rein und ein paar Mal raus und fertig. An anderer Stelle wird darüber informiert, dass Rosi ihren Freiern Kondome gebe. Dazu gibt es viele Zeichnungen, einige recht eindeutig. Remlinger von den Grünen begründete die Existenz dieses Buches wie folgt: Familien, die im Kurfürstenkiez wohnen, hatten das Bezirksamt Mitte gefragt, was sie ihren Kindern sagen sollen. Ja, kleiner Tipp von mir: Hört nicht auf die Tipps der Grünen und erst recht nicht, wenn es irgendetwas mit Kindern zu tun hat. Und damit zurück zum Gespräch mit den beiden basierten Mädels. Da sehe ich aber teilweise auf Feministendemos genau das, also halbnackte Frauen, die sozusagen sagen, hey, diese Sexualisierung, das ist unser Recht sozusagen. Und so, hey, sollen die machen? Also klar, auf offenen Straßen muss man auch ein bisschen schauen. So, da sind Kinder, gerade was ich am CSD so mitbekommen habe, so da gehen Sachen ab. Ja, das ist krank. Amen. Ein bisschen zu viel, glaube ich. Aber ich glaube, dass das, was sie versuchen halt irgendwie zu zeigen, ist halt einfach, dass sie nackt sein dürfen und können, ohne dabei sexualisiert zu werden. Aber ich würde sagen, die mittlerweile alles einfach machen. Also ist es egal, wie man sich anzieht, ist es egal, was man macht, alles kann sexualisiert werden an der Frau. Man sieht es ja auch daran, dass Kinder vergewaltigt werden, die
normale Kindersachen anhaben. Die Burkas tragen. Das ist auf jeden Fall Quatsch zu sagen, so, ihr als Frauen habt Schuld, wenn ihr sexuell angemacht werdet. Das ist ja, also ist ja offensichtlich. Ich würde trotzdem in Frage stellen. Nie wieder AfD. Habt ihr auch noch eine Minute Zeit für ein Interview gleich danach? Nee. Ach du, Alter. Also die Stimmung ist hitzig, ja. Aber wir haben bisher ein gutes Gespräch, kann man sagen. Ja. Das ist auch voll schön. Um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Frauenrechte ist gar keine Frage so. Also da haben wir so den normalsten gemeinsamen Nenner, den man haben sollte. Ich sag, das Thema ist aber einfach überrepräsentiert. Kommen jetzt hier so privilegierte Frauen aus Prenzlauer Berg und sagen so, oh, wir werden unterdrückt, dann denke ich mir so, ach komm schon, komm schon. Aber das ist irgendwie Whataboutism. Sicher, sicher, so. Aber es ist nur meine ehrliche Einschätzung, dass ich denke, dass es kein reales Problem ist, was wir hier in Deutschland gerade haben. Ich finde, man muss halt differenzieren zwischen, was ist hier gerade aktuell wirklich ein Problem und wo in anderen Ländern gibt es richtige Probleme. Ganz genau. Und man kann aber nicht irgendwas übereinander stellen, weil es ist eigentlich ähnlich vom Ding her. Also von Unterdrückung, finde ich, kann man nicht wirklich sprechen in Deutschland, vor allem nicht als privilegierte Frau. Aber trotzdem kann man nicht Sachen über andere Sachen stellen. Also ich finde nicht, dass ich sagen kann, ja, hier ist es genauso schlimm wie da, weil das ist einfach nicht so. Trotzdem würde ich aber nicht sagen, hier geht es mir so viel besser. Eigentlich fast jede von meinen Freundinnen wurde entweder vergewaltigt oder genötigt, hier in Deutschland, irgendwo. Aber ich finde, das hat nichts mit damit zu tun, wo man lebt. Also das ist nichts, was irgendwo anders mehr ist oder weniger. Das ist einfach real als Frau. Und dann, wenn man mit Männern darüber redet, ist das Einzige, was da rauskommt, ja, aber ich bin nicht so. Und dann ist es so, wow, oh mein Gott, stolz, du vergewaltigst keine Frauen, geil. Würdet ihr sagen, das ist gesellschaftlich ein Problem oder, weil wenn ihr mich fragt, sind das halt einfach Männer, die komplett am Rad drehen, also komplett jegliches Gespür für Gut und Böse verloren haben? Das ist halt das Krasse, es sind so viele, allein wir haben so viele männliche Freunde und die reden so schlimm über Frauen. Ja. Ich habe vollkommen recht, also Frauen nicht zu respektieren, das ist ein Unding, logisch. Dennoch finde ich es schwierig, gerade wenn man über Feminismus oder auch Gender und Gendern, das mit einer redet, eine andere Meinung hat, auf einmal du bist nicht mehr akzeptiert als Gesprächspartner. Gendern finde ich auch ein bisschen unnötig. Also ich finde auch, dass Gendern einfach nicht was ist, was so eine Voraussetzung ist, um mit irgendwem zu sprechen. Wenn mich jemand direkt anspricht und sagt, hey, ich möchte gerne so genannt werden und das sind meine Pronouns, dann ist es für mich okay, wenn jetzt jemand in der Klasse das will. Ja. Versuche ich zu respektieren und auch einzuhalten, aber ich finde, es gibt ein Maß, man muss nicht übertreiben, man muss nicht bei jeder kleinen Sache halt einfach gendern. Ja, ich finde, so sensibel geworden einfach. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, der Feminismus entwickelt sich ja immer mehr in die Richtung, wir müssen jetzt gendern, wir müssen jetzt sagen, es gibt eigentlich gar keine Frauen mehr, weil wir wissen gar nicht mehr, was eine Frau ist. Ihr bekommt ja diese Debatte mit. Aber ich finde, es hat nicht so viel mit Feminismus zu tun. Also das ist nochmal eine andere Bewegung. Und ich auch sagen. Es hat nicht so wirklich was mit Frauenrechten zu tun oder Respektieren einer Frau, sondern es ist halt einfach was Neues. Was würdest du, weil erstmal, ich gebe dir vollkommen recht zu dem Thema. Mein Lieber. Das ist für mich auch kein maskulines Verhalten, muss ich sagen. Das ist Krise. Weder noch, würde ich sagen. Also nicht maskulin oder feminin. Fair. Das ist genderneutral sozusagen. Ja. Und zwar, wie viele Geschlechter würdet ihr denn sagen, gibt es am Ende des Tages? Ihr seid diskriminierend und TERFs und Transphobe. Ja. Wir sind sozusagen eigentlich voll auf einer Wellenlänge. Ich kenne mich tatsächlich ganz, ganz doll mit dem Thema aus, weil ich mich schon seit Jahren damit auseinandersetze, weil ich das so krass finde, wie junge Menschen und Jugendliche durch Trends und solche Sachen da halt beeinflusst werden. Und natürlich, wir haben alle eine Identitätskrise, durch die wir durchgehen in der Pubertät. Und wenn dann im Internet sowas so groß wird, das ist total gefährlich. Das ist total gefährlich für unsere Jugend und total gefährlich, besonders dadurch, dass gerade auch diese Gesetze aufgemacht werden wollen, dass man so einfach an diese ganzen Hormone und so rankommt. Ja. Und die Statistik ist auch ganz, ganz hoch von Leuten, die es bereuen, also die Detransitioning halt machen. Und es ist total schade, weil wenn du wirklich anfängst, Hormone zu nehmen im jungen Alter, du wirst deine normale Stimme niemals zurückbekommen und du wirst halt immer mit den Folgen leben müssen. Boah, wann startet ihr einen Podcast? Ihr seid richtig cool, also muss ich sagen. Danke. Wie alt seid ihr? 16. 16 und 17. Ja, krass. Also erstmal richtig Respekt, dass ihr einfach so auf mich zugekommen seid und auch direkt mit einer kritischen Frage eingestiegen seid. Ja. Das ist ja das, was ich auch meistens sozusagen mache. Ja. Und ich denke, wir haben richtig viele gemeinsame Nenner, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Hat uns sehr gefreut. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Na dann. Der gesamte Abend hat mich schwer überrascht. Vielleicht stehen wir doch besser da, als wir manchmal denken.
Als Jugendlicher stellt man sich ja oft gegen die gesellschaftlichen Normen, was aktuell ja wirklich eine Bereicherung wäre. Frei nach dem Meme Counterculture 1980 vs. Counterculture 2020. Nächste Woche wird es ein bisschen anders, sag ich mal. Das Kontrastprogramm zu heute, könnte man sagen. Interessant wird es aber alle Male. Freut euch also auf diese beiden Kandidatinnen und damit auf den Start des CSD-Abenteuers nächste Woche Sonntag hier auf YouTube.